herzlich willkommen zum heutigen Live-Trading mit dir, Kilga, zur Börseneröffnung. Ich mache es auch ganz schnell. Jemand sagt, er hat geschrieben, der Tag ist gerettet. Ja, finde ich auch gerade. Da hat sich mein frühes Aufstehen gelohnt. Bevor wir beginnen, möchte ich noch kurz auf die Risikohinweise eingehen. Ja, also bevor wir mit dem Traden beginnen, die üblichen Risikohinweise: Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten: Wenn er die Meinung der Telekom hat, dass sie nicht so gut ist, dann stimme ich da überein. Aber alles andere, was Trading betrifft, ist nicht unbedingt die Meinung von FX Flat. Ja, Dirk, du bist soweit? Tja, Ja, theoretisch schon ganz okay. lange. Dann, Ja. bitteschön. Ich bin wahrscheinlich einfach zu früh aufgestanden heute Morgen. Das kann nur der Grund gewesen sein. Ja, wahrscheinlich die Telekom-Leitung direkt mal überlastet heute Morgen um 6 oder so. Und das war wahrscheinlich sehr ungewöhnlich für die Leitung. Und dann hat die gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Da muss man hier mal ein Reset machen. Da kann doch keiner aktiv sein. So, ja, also, ihr habt es mitbekommen. Das halt, ja, ich kämpfe hier leider wieder mit der Telekom. Früher war es Unity Media, mit denen ich gekämpft habe, dann Vodafone, jetzt ist es dann die Telekom. Und ich gerade schon vorhin ein bisschen drüber aufgeregt, dass halt irgendwie, denke ich, das kann ja nicht sein, hier dritte Weltland, wirklich, was halt irgendwie so die Grundversorgung angeht, als müsste man sich jeden Tag Gedanken drüber machen, ob man irgendwie heute denn Wasser hat oder nicht. Also, ich finde das schon immer wieder etwas erstaunlich. So, nichtsdestotrotz. Bin super gelaunt, wie man hört. Wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen und freue mich nichtsdestotrotz, hier mit euch das Webinar machen zu dürfen, auch mit dem Wolle, der ja seltener dabei ist und hier vermutlich einspringt. Und naja, aber ich bin natürlich halt sehr, wie soll ich sagen, ich traue dem Braten halt nicht, ja, weil es ist halt eben schon ein paar Mal ausgestiegen. Es kann halt einfach sein, dass ich von jetzt auf gleich irgendwie dann halt weg bin. Also das hat dann nichts damit zu tun, dass ich hier irgendwas gegen die Wand geworfen habe, sondern einfach damit, dass halt die Leitung dann halt wieder abgeschmiert ist. Also deswegen werde ich das hier sehr mit Bedacht machen und vermutlich auch keinen Trade machen können. Aber wir gucken mal, wie das Ganze sich jetzt hier irgendwie darstellt und dann schauen wir mal. Aber zumindest war ich dann mal kurz da und habe mal Hallo gesagt. Ich hoffe, es ist mir keiner böse. Aber das entzieht sich jetzt wirklich total meinem Zugriff beziehungsweise meiner Kontrolle, dass ich da irgendwas dran ändern könnte. Auch mit der Bandbreite halte ich mich hier zurück, deswegen gibt es auch kein Bild, also kein großes Bild, weil ich will nicht, dass hier dann halt irgendwie so die, ja, wenn die letzten Ressourcen hier gerade am Start sind, dass die auch noch irgendwie den Geist aufgeben und gehe deswegen jetzt dann auch direkt weiter auf meinen Analysebildschirm hier im Daily, den ich ja auch im Blog immer drin habe. So, nichtsdestotrotz gibt es eine Kamera. Halt auch nochmal hier unten aus der Ecke. Und schauen wir mal, also, was das heute werden könnte. Ich bin jetzt natürlich auch total klasse vorbereitet. Nicht, ja, weil ich die letzte Stunde irgendwie nichts anderes gemacht habe, als ich mich hier mit dem Router rumzuschlagen. Und deswegen halt auch so ein bisschen hier abgehetzt. Aber gucken wir mal, wie wir damit klarkommen können. Also, ich habe ja im Blog auch nicht so wahnsinnig viel geschrieben. Ich dachte ja, gut, das können wir heute ja alles gemütlich machen. Hier im Webinar gemeinsam uns das Ganze angucken. Ja, einmal mit Profis, ne? Hier kommen, ja, kommt, haut raus. Die Kritik ist berechtigt, auch wenn es nicht meine Schuld ist. Ich bin immer ein Freund davon, wenn ich schuld bin, weil dann kann ich immer sagen, so, ja, gut, dann muss ich auch keinen anderen fragen, um es zu beheben. Wenn man aber andere fragen muss, dann kann man zwar sagen, ja, ist nicht meine Schuld, aber man bringt einen ja auch nicht weiter. Genau. So, jetzt aber hier nicht allzu sehr verzetteln, weil es, wie gesagt, es kann ja sein, dass es irgendwie in ein paar Minuten schon wieder hier, was, das Hemd nicht sehen, ja, hier, das, ich weiß nicht, ob das ist das Bullenhemd, keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Seitwärtshemd. Bin mir noch nicht so sicher. Also, der DAX, ja, fangen wir vielleicht mal kurz mit dem mal an. Wie gesagt, ich habe im Blog nicht viel geschrieben, weil ich ja irgendwie geplant habe, dass wir das heute hier zusammen machen können. Damit konnte ja nicht wirklich einer rechnen. Also, was haben wir hier? Wenn man sich mal den Daily anguckt, also hier ist ja aktuell meine, in Anführungszeichen, Lieblingslinie bei 13, 329, also nicht wirklich Lieblingslinie, die ist halt einfach nur
Seit 2016 hat die sich eigentlich ergeben. Ja, ich weiß, da war er noch nicht da, aber da war das schon damals schon eine Projektion, die sich aus dem Brexit ergeben hat. Und interessanterweise hat die dann wirklich irgendwie ein Jahr oder 2 Jahre später angefangen, halt immer wieder einen heftigen Job zu machen, dahingehend, dass halt dort immer wieder Volumen punktgenau, tickgenau in den Markt gekommen ist und das Ganze in irgendeine Richtung gelaufen ist. Man sieht es jetzt sogar im Daily. Ja, also es war halt hier wirklich dann selbst die Schlusskurse und Anfangskurse sich da halt drumherum lümmeln. Im H1 sieht man es natürlich deutlicher und das hat wirklich genau da halt immer ein größeres Volumen reingekommen ist. Die Richtung kann man da nicht so wirklich dran festmachen. Das ist aber auch nicht weiter tragisch, sondern eigentlich ist es halt mit solchen Levels so, dass man die dafür aber punktgenau handeln kann. Ja, das heißt, man kann dann sagen, gut, wenn dann die eine Richtung knallt und dann gehe ich halt 10 Punkte später dort rein oder in die andere dann halt 10 Punkte drüber, drunter oder wie auch immer. Genau, und ich habe damals mal gesagt, es gibt keinen DAX über 13.329. Also der ist dann immer wieder darüber geklettert, konnte aber nie wirklich weiter. Ja, auch wenn er irgendwann bei 13.800 gewesen ist, kam er dann doch relativ schnell dann wieder dahin und ist von dort dann wieder nach unten geklatscht. Das war halt wirklich, also über 13.329 Schrägstrich 14.000. Und das hat jahrelang wirklich funktioniert, also diese Haltung. Und von daher war das gar nicht so schlecht. Jetzt waren wir da natürlich dann zwischenzeitlich schon bei 16.000, aber gut, es sind ja auch schon ein paar Jahre vergangen. So, aber was man jetzt hier halt rausfinden werden muss, ist halt, also vermutlich ist es so, würde ich wirklich mal tippen, da wir jetzt hier uns genau an dem Punkt jetzt, sieht es ja 329 jetzt hier halt irgendwie festklammern, dass der vermutlich halt die Stunde dann danach triggert. Das heißt also, eröffnet die Stunde drunter, machen wir wahrscheinlich erstmal einen Absacker, eröffnet die Stunde drüber, laufen wir wahrscheinlich erstmal nach Norden. Werden wir gleich sehen. Wir haben ja nur noch irgendwie ein paar Sekunden. Ich bleibe jetzt auch hier dann mal im DAX, schnapp mir mal den H1 und dann gucken wir mal, ob das Ganze sich so bewahrheitet oder nicht. Der H1 ist natürlich jetzt auch generell so ein bisschen überdimensioniert für Scalping, das ist schon klar, aber für einen Trigger finde ich es dann halt doch immer noch mal interessanter als jetzt irgendwie halt jetzt im kleinen Timeframe halt nur zu agieren, weil das ja halt immer so der Trigger ist, also die Stunde erstmal und dann muss man halt sehen. Ne? Man sieht halt, hängt halt hier wirklich genau an dem Ding fest. Und wahrscheinlich starten wir irgendwie genau drauf oder drunter, so dass es extrem schwierig wird, das genau zu triggern. Hier sieht man ein Gap drüber. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich jetzt weiter nach oben zieht. Vielleicht noch ein bisschen hier unten rumdümmeln, aber dann könnte es relativ schnell eben auch nach oben gehen. Ist jetzt halt der H1, der hat natürlich Zeit, ist halt auch klar. Und Trigger bedeutet halt im Zweifelsfalle auch, die Stunde muss eigentlich nur wieder drüber schließen. Und das heißt, da haben wir natürlich auch 60 Minuten Luft dazwischen, um irgendwelche Spirenzchen zu veranstalten. Das darf man halt auch natürlich nicht unterschätzen. Aber was man halt sieht, ist halt, ne, es zieht halt immer wieder darauf. Hier ein kleines Gap jetzt zur Eröffnung. Ich gehe mal davon aus, dass das auch echt ist, das Gap. Und wenn es jetzt sauber eben nach diesem Ansatz halt läuft, dann würde es jetzt wirklich direkt hier oben drüber schießen und dann halt auch relativ schnell ein neues Tageshoch da oben machen und dann halt mal gucken, bis wohin der Markt dann dort halt auch dann wirklich laufen würde. So, kann aber wie gesagt genauso gut sein, dass sich das jetzt irgendwie noch bis 10 Uhr hinzieht, aber generell sieht das schon wieder relativ interessant aus, genau eben an dieser Marke. Und dass wir dort jetzt eben halt auch, da sieht man ja dann auch sogar noch ein Gap haben, zwar nur 4, 5 Punkte, aber nichtsdestotrotz zeigt es ja, dass genau da halt wieder irgendwas passiert ist, ja. Und dass dort halt wieder einer ein bisschen zu dick auf den Knopf gedrückt hat oder andere sich hier rausgezogen haben, genau da. Es hat halt schon seine Bewandtnis. Ich würde jetzt trotzdem gerne sehen, was der Markt macht in den ersten 5 Minuten. Ob wir das halt nicht direkt dann wirklich doch schaffen, hier von direkt da oben rauszulaufen. Und weil das wäre natürlich dann zumindest von der Theorie erstmal ganz nice, dass man dann halt eben auch sieht, okay, was der Hilger da sagt, ist jetzt nicht so komplett unsinnig. Ne? So, weil es geht ja nicht immer darum, hier unbedingt in den Webinaren halt irgendwie abzustauben in Live-Trades, ist natürlich schön, aber ich kann es und muss es jetzt halt auch nicht erzwingen, hier mit meinen technischen Schwierigkeiten, die ich halt hier habe gerade. Ne? Das ist natürlich, naja. Da bin ich jetzt natürlich nicht so ein Fan von.
So, gut, also das ist erstmal der H1. Den kann man sich jetzt ja mal angucken, mal gucken, wie der Markt sich da jetzt weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz sollte man die große Betrachtung nicht aus dem Auge verlieren. Ich versuche mal kurz rüber zu gehen auf meinen anderen Bildschirm und mal gucken, ob das hier mit der Umschaltung funktioniert. Das hat immer so das Problem, dass ich hier mit mehreren Servern halt rummachen muss. Und wie gesagt, so wie das halt morgen dann halt hier jetzt irgendwie auch dann gerade abläuft, bin ich da etwas verhalten, was meine Klickmotivation angeht. So, Moment, bin sofort wieder da. So, switchen wir mal hier hin. So, also hier wie immer auf der linken Seite kleiner Timeframe, jetzt gerade der M2. Gehen wir mal auf den auf den M1 erstmal. Und wir sehen, dass wir nichts sehen, außer ein bisschen hin und her gebimmel jetzt hier an der Stelle. Und aber trotzdem erstmal hier so ein bisschen Stabilisierung. Was halt auch natürlich immer witzig ist, ist halt, dass genau an so einem Punkt, deswegen ist die halt auch orange, ne, weil ich auch immer sage, das wird ein Point of Control werden. Ne? Also das heißt, dort wird sich das Volumen konzentrieren und klar, wenn es das dann halt auch tut, dann haben wir natürlich einen Point of Control und der ist halt jetzt tatsächlich auch jetzt schon genau hier an der Marke, ne? So wie ich das sehe. Und also insofern ist dann halt tatsächlich auch das Volumen in gewisser Weise vorhersehbar, also wo das Volumen entstehen wird. Und weil natürlich halt jemand, der jetzt halt rein irgendwie Orderflow oder sowas macht, der sagt, ja, das ist ja halt alles Quatsch. Stimmt aber nicht. Das hatten wir wirklich schon ganz, ganz oft, dass ich gesagt habe, da an der Stelle werden wir Volumen kriegen. Dort wird wahrscheinlich auch ein Point of Control und das hat halt sehr, sehr, sehr oft gepasst. Und daran sieht man halt eben auch, ne, dass es halt nicht jetzt unbedingt alles random ist, also alles Zufall, sondern halt letzten Endes dann auch auf irgendwelchen Entscheidungen halt immer beruht, die dann sich ja auch irgendwo aus dem Bild ergeben. Sonst würde das ja nicht in dieser Form aufgehen. So, hier haben wir den, ich habe mal überall den Flux auch hier drin und der M5 ist gerade neutral, sehen wir hier. Ne? Was haben wir hier? Der M1 ist mal kurz auf Long getrimmt, der M15 ist wohl auch neutral. Von daher passt das hin und her gewackelt natürlich gut. Der H1 ist jetzt erstmal long. So, das heißt, ich würde mich dann halt hier zeitlich so ein bisschen versuchen einzuschießen. Das heißt also zu gucken halt, dass der Timeframe, der dann halt als der größere, der als nächstes fertig wird, dass dort halt die Trendrichtung zu erwischen. So, und das ist momentan ist es noch der H1, aber der hat natürlich, wie gesagt, noch ewig Zeit, immer noch 55 Minuten, um fertig zu werden. Die kleinere, der M5, bringt uns hier nicht weiter. Und dann wäre es halt tatsächlich schon eher der M1, der hier gerade noch aktiv ist. Und der müsste eigentlich, wenn die anderen beiden neutral sind und wir im H1 Zeit haben, eigentlich relativ schnell hier oben hinlaufen können, um dann halt den M5 auch vielleicht wieder in die Richtung vom H1 dann halt auch fortzusetzen. Ne? Weil das Einzige, was wir hier sehen, ist ja irgendwie so ein Unterschreiben von kleinen Tief und ich würde mal tippen, wenn man hier die Fuzzy Logic einschaltet, dann ist der wahrscheinlich auch auf Long, genau. Ne? Das heißt also, da wird so ein kleines Tief ignoriert und von daher macht es dann auch Sinn, passen die zwei dann eben auch zusammen und M15 genau das gleiche. Ne? Ich lasse jetzt aber hier mal die Ungenauigkeit, lasse ich mal aus und lasse das jetzt erstmal so halt drin. Also ein paar Punkte waren es jetzt hier, wenn man das gemacht hat, ab der Stelle. Aber halt mehr als Scalping war da jetzt wirklich auch nicht. Aber das dafür halt so mit einer gewissen Sicherheit. Wie gesagt, es tut mir sehr leid, also für die, die später dazugekommen sind, bin hier so ein bisschen zurückhaltend wegen der Internetverbindungsproblematik, die ich hier heute habe, was das Live-Trading angeht. Aber mir geht es auch darum, immer halt auch einfach mal live am Markt zu zeigen, was jetzt halt wahrscheinlich ist und was als nächstes kommen könnte. Ich muss mal gucken, warum habe ich hier das Volumen gar nicht drin? Habe ich hier ausgeschaltet? Warum auch immer?
Also das Future-Volumen, weil ich habe ja hier immer CFDs, habe aber das Volumen vom Future normalerweise im Hintergrund. Da gucke ich aber trotzdem gerade mal drauf, warum das nicht da ist. FDAX mal hier kurz dazufügen. Müsste ja eigentlich aber auch funktionieren. Zumachen. Weil das kann ich ja hier normalerweise. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Ja, genau. Packe ich halt hier einfach den FDAX, den großen halt dahinter. Und dann habe ich hier halt auch Volumen. Also sieht es gerade so ein bisschen nach oben gesprungen, auch hier der Point of Control. Hier ist es natürlich jetzt das Ganze genauer. Wobei die Range, das sieht man natürlich jetzt auch sehr deutlich. Volumen kam wohl offensichtlich erst jetzt um 9 Uhr rein. Deswegen ist die Range, also die Value Area halt hier sehr, sehr eng. Das heißt, das ist der Bereich, wo sich heute, also ja, auf den Tag bezogen, das Volumen konzentriert hat mit dieser Range. Und da wird es natürlich Zeit, da mal in irgendeine Richtung auszubrechen. Und wenn es nach mir geht, darf er das gerne nach oben machen. Und aber ansonsten sind natürlich auch Fehlausbrüche in Anführungszeichen halt auch erlaubt. Aber halt der Logik zufolge, wie gesagt, bis zum Ende der Stunde darf der das gerne nach oben erstmal verlassen. So, aber das werden wir sehen. Das heißt, wir haben halt hier, was man ja halt sieht, ist einfach, dass wir in dem kleinen Timeframe jetzt hier so drücken, so nach oben. Ja, er kommt zwar auch nicht wirklich weiter, er würde gerne hoch, aber irgendwie fehlt da halt wohl der richtige Kick an der Stelle. Im Orderbuch sieht man auch irgendwie gerade nichts und relativ ausgeglichen halt hier auf oben genauso viele Orders wie unten. Und solange da jetzt irgendwie keiner per Market irgendwie mit Gewalt durchkauft, wird das wohl auch noch ein bisschen hin und her wackeln hier. Und da wird man ein bisschen Geduld mitbringen können. Aber ich weiß ja, beim letzten Webinar war es ja auch schon so. Da ist ja irgendwie nichts passiert. Also, es hat zwar irgendwie auch alles gepasst, was ich gesagt habe, aber passiert ist irgendwie gar nichts. Da haben wir auch irgendwie nur ein Gewackel von irgendwie ein paar Punkten hin und her auf der Stelle gehabt und mehr war dann halt nicht. Ne? Und das sieht irgendwie gerade schon wieder ganz genauso aus. Sind jetzt irgendwie 10 Minuten um und das ist mehr als, war noch nicht mal 20-Punkte-Range, oder? Ja, das ist natürlich schon mal schon so ein bisschen bei Webinaren sehr, sehr, sehr traurig, ne? Wenn das halt so läuft, das ist klar. Gut, also im Daily machen wir die mal auch noch mal kurz auf hier mit ein bisschen, wo das ist eigentlich halt schon das gleiche Bild wie im Live-Chart, beziehungsweise im Blog eben auch. Also, um hier noch mal so ein bisschen die größere Richtung sich anzuschauen. Also, wir kommen hier halt generell, sind wir natürlich halt hier, wenn man diese Tiefs sich mal anguckt, ne? Also hier als Beispiel an der Stelle, noch mal kurz die Lupe an, ne? Hier an der Stelle keine neuen Hochs dann hier mehr erreichen, dann halt unten, also nach dem, pam, neues Tief an der Stelle. So, und dann hier wieder genau bis in diese rote Zone gelaufen, die halt nichts anderes ist als hier diese Unterseite von dieser Range. Und dann irgendwie seitwärts, hier auch nur die 329 mal wieder, ja. Und dann halt kein neues Hoch mehr, also über dieses. Von daher sind wir im Daily natürlich schon relativ klar abwärts gerichtet. Das ist halt schon klar. Das heißt aber natürlich nicht, dass man auch nicht, vor allen Dingen in Intraday, ist es ja völlig Wumpe, dass man da nicht eben auch long gehen kann und der Markt nicht auch mal kurz nach oben schießen darf, ja. Also der kann ja auch theoretisch hier diese Strecke, wenn man es hier mal anguckt, die von 14.700 bis eben 13.300 etwa, dazwischen kann der ja alles machen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Da ist dieses Hoch, was wir halt hier haben, von vor ein paar Tagen, das ist da halt relativ irrelevant. Da kann der Markt ja ruhig mal hinlaufen, ohne dass hier in dem großen Trend, den wir jetzt hier im Daily haben, da halt irgendwas passiert. Wir haben halt hier vor allen Dingen, das habe ich natürlich auch im Auge, ist hier gar nicht eingezeichnet, das Gap. Das müsste ich mal einzeichnen. Das haben wir im DAU halt auch. Ja, das war vom, wann war das letzten Montag? Das müsste letzter, oder war das der Feiertag? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das haben wir noch nicht mal gesehen, auch von unten. Das heißt, das wäre halt auch so ein Punkt, wo der Markt halt einfach mal reinstechen dürfte. Ja, das muss jetzt nicht heute sein. Das wäre vielleicht, das wäre ein bisschen viel. 400 Punkte, die haben wir ja nicht unbedingt jeden Tag. Es gab mal Tage, da war das irgendwie an der Tagesordnung, aber
Aber zu machen ist das natürlich eigentlich überhaupt gar kein Thema. Da einmal kurz reinstechen, also das heißt, dass wir vielleicht eine Bewegung kriegen, die dann halt irgendwo so aussieht, einmal dahin und dann kann er halt irgendwo von weiß der Kuckuck irgendwo ab hier dann auch wieder halt hier die Los anlaufen und dann halt in dem großen Trend nach unten eben weiter. Ne? So, aber bis dahin haben wir natürlich hier Luft, um da jetzt mal ein bisschen zu korrigieren. Und Gaps vor allen Dingen sind natürlich immer vom Markt gerne gesehen. Ne? Aber das wäre halt für mich jetzt so die plausibelste Richtung. Was man jetzt gerade so ein bisschen sieht hier, ich sehe es halt oben jetzt nur an der Zahl, der Markt sucht jetzt wohl um 9:15 Uhr die ganze Geschichte nach oben aufzulösen. Ne? Würde dann halt hier dem, was ich vorhin gesagt habe, dann jetzt auch folgen, wo ich ja gesagt habe, hier oben ist es eigentlich relativ leicht zu erreichen nochmal. Da müsste eigentlich erstmal drüber laufen, nicht dran, sondern eigentlich direkt drüber. Und das könnt ihr jetzt halt mit dem M15 hier auch eigentlich stressfrei machen, dass wir da einmal jetzt ordentlich reinstechen, da oben über die 365. Das ist aber, glaube ich, nur eine Scalping-Marke, die hat jetzt keine größere Bewandtnis, aber das sollte kommen. Und wenn man das gemacht hat, hier jetzt als Beispiel, da unten dann eben long gegangen ist, da sind wir schon einen Punkt drüber. Und dann sollte man spätestens hier oben, also jetzt eine Empfehlung, ja, ist einfach nur eine generelle Herangehensweise, wenn man sowas scalpt, wenn er da oben drüber läuft, dann würde ich eng absichern, also relativ knapp mit dem Stop dann hinterher wedeln, ne? Weil halt oft ist es ja so, dass gerade dann so ein Punkt, dass da halt einfach jetzt so ein paar Shorties dann halt lauern und die wollen jetzt halt einmal kurz ihre Positionen nämlich loswerden und das heißt, wir stechen dann da oben einmal durch, aber ob dann direkt was nachkommt, steht auf dem anderen Blatt. Und deswegen kann man das halt eigentlich dann besser da oben raus, dann halt long scalpen und dann halt eng hinterher. Und wenn man das irgendwie auf längere Strecke verfolgen will, geht man besser, glaube ich, tiefer nochmal rein. Ja, aber generell, das passt ja jetzt erstmal von der Betrachtungsweise. Ist schon mal das erste Ding hat sich halt hier schon mal erfüllt. Ist natürlich so ein bisschen schade, dass ich das jetzt nicht handeln konnte, weil es wäre ja immerhin dann doch, wo sind wir hier? 60, 30 Punkte gewesen. Recht sauber eben halt auch. Und wahrscheinlich auch gleich noch ein paar mehr. Mit der 329 im Rücken könnte jetzt hier das schon ein bisschen deutlicher hochballern. Einmal hier oben durch ans Bildschirmende und dann wäre ich auch schon zufrieden mit der ersten Viertelstunde. So, gespannt, ob er es macht. Aber hier einmal ein Stich, kann man schon. Und dann wäre zumindest das Programm, also es hat hier, wie gesagt, theoretischer Trade, tut mir leid, vor allen Dingen auch für mich. Aber macht ja nichts, ne? Also, wer hat es gemacht? Wer hatte die gleiche Idee, da long zu gehen? Der kann ja gerne mal hier reinschreiben. Oder wer konnte mit dem, was ich gesagt habe, besser gesagt, was anfangen und irgendwie konnte das mit seiner Sichtweise kombinieren? Ja, es sind doch einige, das ist doch schön. So, jetzt kommt hier noch ein ordentlicher Move, würde ich mal tippen. Wie gesagt, da oben einmal aus dem Schirm raus und dann passt das. Dann sollte das passen. Aber es ist halt wirklich so, ne? Also vor allen Dingen hat man es jetzt auch mal schön gesehen, was ich ja halt immer auch in meinem Blog seit Jahren und in der Legende ja immer beschreibe, dieser Trigger im H1, ne? Das ist halt einfach echt, das funktioniert halt meistens sehr, 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 sehr sauber. Und vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn die Stunde, das wäre ja halt der Trigger. Also das ist ja generell mit den ganzen Devils so, wenn die Stunde vor allen Dingen bei so einer Volumenmarke drüber eröffnet, also 8 Uhr, ne, drüber schließt, so dass 9 Uhr drüber eröffnet oder eben 9 Uhr drüber öffnet und dann sollten wir eigentlich direkt nach oben laufen. Also spätestens dann 10 Uhr muss die nach oben auflösen und hier sieht man es ja gerade. Ne? Das ist einfach nur ein Trigger. Nach Close H1. Mehr ist es nicht. Und wenn man das gemacht hat, ja, also hier zwischendurch stoppt er meistens nicht. Das heißt, die 400 sind dann halt eigentlich auch schon wieder, ich will es nicht, so, nicht sagen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber ich glaube nicht oder würde darauf wetten, dass der nicht hier dazwischen irgendwo stehen bleibt und herunterkippt, sondern dann macht er das jetzt schon fertig. Mindestens die 400. Und eventuell auch noch ein paar mehr. Was hier auch ins Auge fällt im H1,
sind solche Geschichten, ne? Hier Glatzer da oben. Das heißt, bei der 4, 5, 6, ne? Dort haben wir halt auch irgendwie ein Gap gehabt, sieht man ja. Hier ein kleines Gap, Mark hat drunter geschlossen, springt hoch und dann direkt wieder runter. Das heißt, da hat auch jemand ein bisschen zu heftig auf den Knopf gedrückt. Und deswegen haben wir da halt hier auch eine Glatze. Und da sind auch wieder einige überfahren worden, sei es jetzt Algos oder wer auch immer. Wäre halt ganz klar ein prädestinierter Punkt, um da halt mal hinzulaufen. Also die 4, 5, 6. Also wenn man hier Short sucht, ich glaube, ich würde vor der 456 nicht anfangen. Ne? So, also es sind einige, die hier schreiben: 25 Punkte, 12 Punkte, Binlong, 15 Punkte, Binlong, Binlong, Binlong. Schön, Glückwunsch auf jeden Fall, freut mich natürlich. Ich bin nicht dabei, aber das ist, wie gesagt, ärgert mich nur ein ganz kleines bisschen, das ist schon okay. So, also das ist jetzt hier erstmal so die Betrachtung, also Intraday heißt es. Für mich, da würde ich mir jetzt auch nochmal den H1 dazu schnappen, Intraday, vor allem wenn er so mal anfängt, also das Ding hier, ne, dieses lange Teil darunter, das will schon irgendwie einmal durchlaufen werden, da sind wir halt bei der 4, 5, 6 und das heißt, da oben rein, da kann der Markt eigentlich relativ easy halt mal eine Runde, das heißt easy, ja, also jetzt bitte nicht irgendwie erschießen, wenn er es dann nachher doch nicht macht. Aber wäre jetzt halt so das Naheliegendste, dass wir da einmal da oben reinlaufen in dieses Gebilde. Hier haben wir einen Spike nach unten. Das wäre schon mal ein Grund für die 13.400. Der könnte auch ein bisschen Gegenbewegung haben. Aber hier irgendwo so, das täte nicht weh, wenn wir da heute mal reinlaufen. Von mir aus auch bis 13.500. Also, ne? Und dann muss man halt mal sehen, wie der Markt sich dann halt weiter verhält. Weil, was natürlich hier auch so ein bisschen ins Auge sticht, das ist hier dieses dicke Ding, also 13.282. Ne, nämlich dann einfach an der Stelle, wenn wir halt hier Widerstand hatten, irgendwie lange drunter gekaspert und jetzt steigt er dann drüber. Und auch hier, wie man vielleicht erkennen kann, mit einer kleinen Glatze. Das heißt, also irgendwo keine Lunte da unten und da kann der auch mal drunter tippen. Da wäre dann auch wahrscheinlich irgendwann, vielleicht nicht jetzt, aber halt dann vielleicht nachher. Oder später der SMA 20 im H1, und der würde dann halt auch dazu passen. Das heißt, dass wir hier dann halt eben Intraday eine Bewegung kriegen könnten, die dann halt zum Beispiel so aussieht, dass wir da halt einmal kurz drunter dippen, ne? Irgendwo auch hier wieder so rein, über diese Tiefs und von dort dann halt dann da oben nochmal anknüpfen, ne? Also das wäre auf jeden Fall halt relativ auch plausibel, dass das dann so kommt. Gut, also und dann hier oben ab, wo Short, muss man halt sehen, weil dazwischen wird es hier so ein bisschen, könnte es ein bisschen schwierig werden, ne? Weil wenn ich halt auf der einen Seite sage, ja, hier haben wir noch die Glatze, auf der anderen Seite laufen wir da oben in die rote Zone, da muss man halt gucken, also irgendwo da oben macht es dann wahrscheinlich dann auch irgendwann wieder diesen da. Und aber ist jetzt natürlich noch ein bisschen schwierig, halt sich da irgendwo genau festzulegen, wo das halt sein sollte, weil wir erstmal jetzt hier nur in der Stunde sind. Was man aber auch sieht, ne, wo ich gesagt habe, wenn man hier jetzt über die 365, wenn man das Ding long hat, sollte man eng absichern. Genau das, ne, weil hier einfach ein paar Shorties wollten hier ihre Position loswerden. Das ist jetzt gerade passiert, indem der Markt nach oben geballert ist. Heißt aber nicht, dass da oben einer kauft. Ja, kommt da nichts mehr hinterher. Und deswegen fällt der Markt jetzt erstmal. Jetzt sieht das erstmal das klassische Stop-Phishing. Also, das heißt Phishing, ja, die sind halt einfach geflogen, warum auch immer. Und deswegen setzt der Markt jetzt tiefer ein und deswegen kommt er jetzt auch nochmal relativ deutlich zurück. Also wenn man das aber so gemacht hat, wie ich es eben gesagt habe, nämlich dann halt eben ab hier oben irgendwo, ne? Wenn man dann halt hier long war und Stop eng hinterher mit über der 365 und dann ist man ja hier auch irgendwo raus. Das heißt, dann hat man irgendwie 40 Punkte oder sowas halt, 35, 40 Punkte waren da relativ einfach dann ja auch machbar. Gut. Bei 380 Short gegangen. Ja, klar, warum nicht? Ne? Spricht auch erstmal nichts dagegen, würde ich aber trotzdem aufpassen, weil erstmal haben wir den Impuls nach oben und das kann auch relativ schnell, kann das wieder da oben stehen. Ne? Das heißt also, Umkehrmarke ist es für meine Begriffe hier noch nicht.
Sondern ich mir da den M15 auch mal angucke, einfach wie er aussieht, ne, vom Gebilde her. Ne, das sieht man ja halt schon, ne, es drückt nach oben erstmal. Und das jetzt erstmal kurz irgendwie 9,22 ist so relativ genau die Hälfte vom M15 und da ist halt nichts passiert. Wenn der aber halt die Reise wieder aufnimmt und dann wird die bis 9:30 Uhr länger als die von 9 Uhr. Gut, so. Also, ich hoffe, damit konnte man jetzt erstmal was anfangen. Denke aber schon. Habe mich ja jetzt mal ein bisschen ausführlicher mit dem DAX hier auseinandergesetzt. Jetzt sieht man ja auch wieder hier bei 380 Short, es drückt ja schon wieder nach oben. Ne? Und von daher, also ich meine, möglich ist alles, ne? Aber wie gesagt, ich wäre einfach nur ein bisschen vorsichtig da oben, dass der halt nicht so weit. Also wenn der irgendwie nochmal bei 380 ist oder nochmal die Hochs hier ansteuert, dann wird er die auch rausnehmen. Also das wird jetzt hier sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht irgendwie so ein kleines Doppeltop und fällt dann nach unten, sondern ich glaube eher, dass der halt nochmal gleich viel deutlicher da oben durchläuft. Wenn er auch hier jetzt irgendwie so tut, als käme er nicht weiter. Ne? Ja, aber grundsätzlich natürlich gut, ne? Zum Scalpen ist ja alles erlaubt. Nur wenn man gegen den Impuls ist, muss man halt schnell sein. Ne? Und dann halt irgendwie auch vielleicht nochmal ein bisschen schneller raus. So, dann gehen wir mal auf den. Oh. So, hier nochmal im großen Bild halt auch. Der Kollege da. So, der hat ja grundsätzlich auch so das ganze Programm, vor allen Dingen letzte Woche oder vorletzte Woche, wenn es war, wo ich sagte, jetzt ist mein Programm fertig, habe gar nichts mehr zu tun. Und aber ist natürlich auch nice, wenn man dann halt sieht, okay, der Markt folgt dem, was man sich halt irgendwie da halt zurechtgelegt hat und läuft dann jetzt nicht irgendwie komplett Banane durch die Gegend. Ne? So, der natürlich halt auch, ganz klar, also müssen wir nicht drüber reden, Short Trend Daily, schon ganz lange, wie schon Anfang des Jahres gesagt hat, irgendwie unter, also 29.000 irgendwas. Und das ist eigentlich relativ wahrscheinlich, dass die bald mal kommen. Jetzt haben wir es dann endlich auch gehabt. Hier 29.900, sogar noch brav auf den beiden Grünen hier unten aufgesetzt, beziehungsweise auf der ersten. Vorher war da halt nichts mehr grün. Und die hat er sich dann geschnappt und reagiert jetzt erstmal nach oben. Also das passt natürlich dann halt auch aus mehreren Gesichtspunkten. Ich hatte es ja auch in meinem Blog schon mal thematisiert. Wir haben hier, wenn man das einfach mal rechnet, vom letzten Tief, ich bin jetzt nicht irgendwie so der große Fibo-Zeichner, macht aber hier halt einfach Sinn, ne, wenn man da einfach mal das hier von dem kleinen lustigen Crash, den wir da hatten in 2020, man dort mal das Tief nimmt und zieht das bis zum ATH und dann haben wir jetzt hier einfach recht genau eine 38er Korrektur. Also ganz simpel, ja. Und das Witzige ist natürlich, dass die halt dann ganz genau auch zu dieser grünen Linie passt und auch ganz genau, wenn man das einfach nur mal markttechnisch sich anguckt, ne, hier zu diesem Low, ne, sogar eine kleine Steigung drin. Das heißt, das hier ist zwar rausgenommen, ja, aber da haben wir auch einmal kurz davor aufgesetzt. Und hier werden jetzt irgendwie nacheinander, und das sieht man eigentlich ganz schön, werden halt hier so nacheinander die Lows attackiert. Ne? Also das hier an der Stelle war halt erstmal fällig, ne? Also beziehungsweise bei 609 einmal kurz drüber gebremst, ja, und dann halt nochmal irgendwo hoch. Jetzt war hier halt hier, das ist das nächste, nochmal kurz drüber gebremst. Bäm, nochmal hoch und wahrscheinlich ist das das nächste und so geht das dann jetzt erstmal eine Zeit lang weiter. Weil was nämlich natürlich auch ins Auge fällt, mal abgesehen von dieser 38er, ne, die jetzt natürlich schon, klar, die kann auch nochmal hier bis rauflaufen, bis nochmal in diese Zone, in dieses Cluster da oben hin, was wir da gehabt haben, kann der Markt natürlich auch nochmal völlig stressfrei machen, solange er nicht irgendwie drüber läuft und dann irgendwie den Trend kaputt macht, aber hier hinlaufen, 32.800. Möglich ist es, ja. Also ich würde jetzt nicht unbedingt darauf bauen, dass wir da am Stück jetzt rauflauen, aber wenn er es machen sollte, so wahnsinnig wundern würde es mich dann jetzt auch nicht. Kurzfristig aber erstmal hier wieder die alten Hochs irgendwie ins Visier nehmen und hier in Richtung von diesem Spike irgendwo nach unten, das wäre halt die 563. Da könnte der Markt dann auch nochmal drehen, ohne halt hier jetzt irgendwie
die Highs da halt irgendwie zu verletzen. Ne? Also zumindest mal ab da nochmal irgendwo eine Tendenz entwickeln, die sich dann halt hier vielleicht irgendwo so nach unten hin nochmal drückt. Wohin muss man dann halt sehen, aber dass wir hier jetzt nicht einfach geradeaus drüber laufen, als wäre da nichts gewesen, glaube ich noch nicht so wirklich dran. Ne? Aber wie gesagt, trotzdem, wenn er sich aber halt bewegen sollte und der Markt hat hier irgendwie versucht, darüber wegzukommen und dann stehen wir halt relativ schnell auch wieder da oben. Irgendwo in dem Bereich des Gap haben wir hier halt auch noch, hier ist es ja eingezeichnet, das Gap halt komplett irgendwie noch nicht einmal getestet. Also hier, wo das entstanden ist, plapp runter und dann noch nicht mal mehr dran gekommen. Und das ist beim DAU auch sehr, sehr, sehr selten. Also das letzte Mal irgendwie, also wo das letzte Mal war, weiß ich nicht, aber wo es halt sehr augenscheinlich war, das war halt eben bei dem Corona-Crash. Das fing halt auch an mit dem Gap, aber ist dann halt eben nur noch irgendwie runter und ist aber auch nie an das Gap mehr dran. Und apropos, wenn man das jetzt mal hier zusammenzurrt und dann sieht man halt hier, ne, das war halt das Corona-Gap. Man sieht es hier gar nicht wirklich richtig. Damit fing es an, ne? Also irgendwie so plapp, auch nicht so wahnsinnig groß, ne? Wenn man sich das mal anguckt hier, ist ungefähr die gleiche Dimension. Irgendwie ein Gap und dann nur noch runter. Aber hier sieht man ja auch andererseits, ich mache das hier mal aus, andererseits sieht man aber hier halt auch, da ist eine andere Motivation dahinter. Ne? Also das heißt, da war dieses Gap und dann zangen und dann halt irgendwie gab es halt hier wirklich nur noch runter, runter, runter. Ne? Und das ging dann auch relativ schnell, da kam auch direkt was hinterher. Und wenn man das jetzt mal mit jetzt vergleicht, dann haben wir das in dieser Form ja gar nicht, ne? Sondern wir haben halt hier eher so ein Gewackel. Also es kommt zwar auch was hinterher, aber es ist schon sehr, sehr verhalten eben auch. Ne? Und nicht irgendwie eine schwarze beziehungsweise rote Kerze nach der anderen. Und was ich hier noch drin hatte, mal gucken, was hier überhaupt so passt. Hier die 25382. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher die kommt, die Linie. Aber interessanterweise, also die ist da auch schon seit 2 Jahren drin. Und interessanterweise haben wir dort, da ist halt dann nachher auch relativ viel passiert. Also wie gesagt, ich müsste mich jetzt hier irgendwie, müsste irgendwas aus der Nase ziehen, um dann halt irgendwie zu überlegen, was das war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ne? Ich sehe nur, dass das Ding halt sehr dick ist und wir dort aber jetzt interessanterweise genau die 61,8 haben. Und die ist natürlich nicht dazu gekommen, nach dem ATH, auch klar, ne? Sondern die war halt auch schon vorher da. Und das finde ich natürlich dann immer schon ganz spannend, wenn man sich dann die Fibos anguckt und man dann halt sieht, okay, plötzlich irgendwie gibt es alles Sinn, ne? Irgendwie nachdem das halt fertig war. Und dass jetzt hier dann halt sowas dann halt genau, also solche grünen Levels dann halt eben als Beispiel genau eine 38er sind oder eben halt hier so ein dickes Level. Und das ist ja, hier drunter ist ja irgendwie gar nichts mehr. Und dass das dann plötzlich exakt die 61,8 ist. Das finde ich dann halt schon immer recht spooky, interessant, wie auch immer. So, das heißt aber, um nochmals das kurz zusammenzufassen, wir werden halt hier, sieht es ja, drückt auch jetzt erstmal nach oben. Ne, so in dem Bereich würde ich halt hier für absolut plausibel halten. Deswegen ist die auch rot hier bei mir, dass wir da einmal so drüber stoßen und dann halt irgendwo zum Tagesende dann halt wieder drunter schließen. Und das wäre so jetzt mal so das. Der Wunschfahrplan im DAU. Ja. Mal gucken. Ja, der DAX, guck, siehst du, habe ich ja vorhin gesagt, da oben Doppeltop wird das keins, sondern 400 mindestens. Und der M15 drückt das wahrscheinlich dann auch nach oben durch. Das sehen wir jetzt ja gerade hier im H1. Ne? Also, wie gesagt, da würde ich jetzt halt vor 4, 5, 6 würde ich da auf größer Short würde ich ja gar nicht mehr setzen. Aber dann, damit hat auch das gepasst, was ich da eben gesagt habe, nämlich, dass wir nicht irgendwo hier zwischen irgendwo umdrehen, sondern mindestens eben bis zum nächsten Level laufen, eher sogar auf die 4, 5, 6 dann halt eben rauf. Von daher schön, dass das alles so wunderbar passt und so traurig, dass ich nicht handle. Und die Internetleitung jetzt natürlich hält, ne? Bombe, war ja klar. Ich wette mit dir Wolle, wäre ich irgendwie, hätte ich eine Position aufgemacht. Wahrscheinlich eine Minute später wäre das Netz weg gewesen. Und je größer die Position, so länger der Netzausfall. Jede Wette, das nennt man Murphy's Law.
Gut, also, Wolle ist nicht mehr da. Wolle ist Kaffee holen oder eingeschlafen, redet nicht mehr mit mir. Dann erzähle ich es halt euch. Aber kennt ihr bestimmt auch, ne? Manchmal fühlt man sich ja echt so irgendwie verfolgt und denkt so, wo ist die versteckte Kamera, ne? Und das wäre halt, ich wette drauf. Also, das ist für mich, bei mir ist sowas, ist das der Klassiker. Und irgendwie mit 0,1 wäre nichts passiert, aber hätte ich da irgendwie 10 Kontrakte reingestellt, und dann wäre garantiert eine Minute später, wäre das Internet wieder hops gegangen. Das ist relativ sicher annehmbar bei mir. Ich habe da irgendwie so ein Händchen dafür. Gut, also da sind wir jetzt halt auch, ne? Bei der, zack, da stecken wir jetzt oben mal kurz drin. Hier, ne? So, da ist es jetzt erstmal, ne, wenn ich jetzt von hier da festgehalten hätte bei 400, dann wäre ich jetzt erstmal raus. Also, wie gesagt, ich glaube zwar wirklich, dass wir auch selbst in der nächsten halben Stunde nochmal irgendwie hier die 50 Punkte drauflegen, aber selbst wenn ich hier nicht raus wäre, dann aber wirklich ganz eng jetzt hier dahinter und ansonsten erstmal abwarten, ob wir nicht dann gleich nochmal ein Korrektürchen dann halt in irgendeiner Form kriegen. Also ich finde, der DAX läuft heute tatsächlich dann auch sauberer als der Dow, beziehungsweise interessanter. Sauberer, ich habe jetzt nicht geguckt, aber auf jeden Fall interessanter und leicht vorhersehbar mit der 329. Im Nachhinein natürlich einfach zu sagen, aber ich habe es ja vorher auch schon deutlich thematisiert, was der Markt höchstwahrscheinlich machen wird, ne? Und das ist ja einfach nur Wahrscheinlichkeit. Basierend auf irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Jahren jetzt mittlerweile, wo ich diese Levels halt immer wieder generiere und wo man sich halt schon drauf verlassen kann. Gut, hätte sich mit, ja, ein paar Kontrakten halt durchaus gelohnt, ne? Hat hier 70 Punkte, 70 theoretische dann jetzt leider nur an der Stelle, aber nochmal, es geht hier nicht um mich bei dem Webinar, sondern darum, denjenigen, der short ist, bei sowas zu verunsichern, wenn ich dann sage, und der long ist, der darf sich dann, wenn ich auch sage, das sollte so kommen, ein bisschen sicherer fühlen. So ist es ja eigentlich immer eher gemeint. So, also der Dow dann auch mal halt hier nochmal in der kurzfristigen, mache ich den auch noch gerade, also hier Intraday, leider auch nur theoretisch, aber dann haben wir zumindest mal drüber geredet. So, da sieht man halt auch zum Beispiel hier oben dieses Spikes, das war von der FED. Nee, Quatsch, war das von der FED? Das könnte tatsächlich von der FED gewesen sein, letzte Woche ja doch, ne, wo wir einmal da oben reingespiked haben in die rote und dann hier einmal so einen lustigen Hut drüber gebaut haben. Ja, einmal drüber geschlossen, kam nichts mehr hinterher, wieder drauf und dann irgendwie. Zack, und kaum war sie wieder verkauft. Hier die 805 ging es auch wieder runter. Ja, das ist ja eigentlich ein ähnliches Level wie das, was ich gerade im DAX gezeigt habe. Ja, dass man halt eigentlich schon drauf setzen kann, dass das halt relativ genau gehandelt wird. Und das heißt, das wäre jetzt halt auch so, wenn der Markt sich jetzt irgendwie nach oben versuchen möchte, auch so das nächste Ziel, ne, dass wir da oben nochmal irgendwo da oben hinlaufen erstmal. Über dieses Level dann womöglich auch drüber und dann dort halt wahrscheinlich dann auch wieder irgendeine Form der Gegenbewegung kriegen. Ne? So, das ist halt jetzt so das, was ich da halt sehe. Wie gesagt, im DAX finde ich es heute wirklich so ein bisschen einfacher, was der Markt da gemacht hat. Und dann setzt man sich hier mal zum Beispiel auf die Schlusskurse und oben in die Spikes rein. Und dann sieht man da zum Beispiel auch, ne, der Markt irgendwie hat hier einmal versucht hier, ja gut, das ist wahrscheinlich nicht mehr wirklich relevant, kann man vielleicht mal so stehen lassen, das Level, aber halt generell, wenn der Markt also rückwärts kommen sollte, dann wäre eben halt hier unter das 8 Uhr Tief, ein Dip wäre halt schon in Ordnung. Das heißt, hier haben wir eigentlich eher so eine Zone, ja, wenn man sich die hier mal irgendwie so hinlegt, die halt irgendwie schon nochmal angelaufen werden könnte. Ja, aber das muss man sich angucken. Ich zeichne es jetzt hier nur mal ein, falls der Markt sich rückwärts bewegt, dass man zumindest mal weiß, wo will er denn überhaupt hin? Ja, aber ich glaube nicht, dass die genau funktioniert oder dass man da sogar einen Trigger irgendwo ableiten kann, wie jetzt zum Beispiel halt hier oben oder wie im DAX mit der 329.
So, und langfristig, meinen müssen wir eh nicht drüber reden. Ach, guck, ne, hier geht es jetzt auch weiter. Das sieht doch alles echt soweit so gut aus. Ja, so, hat noch jemand irgendwie eine Frage? Weil ansonsten, da ich jetzt halt hier, ne, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, hier irgendwo unbedingt einen Trade noch an den Start zu bringen. Wie gesagt, am Anfang, weiß ja nicht, wer hier ein bisschen später gekommen ist, Internet, mit schwachem Internet oder instabilem Internet, sollte man irgendwie nicht großartig mit Positionen rumhantieren, ist höchstwahrscheinlich nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Deswegen habe ich es nicht gemacht, deswegen bin ich halt heute nur in der Theorie hier gewesen. Aber die funktioniert dafür halt hervorragend. Und von daher ist das für mich dann auch okay, wenn man das Webinar dann an so einer Stelle dann halt eben, beziehungsweise mit dem, was ich halt hier heute bis jetzt gesagt habe, dann auch erstmal dicht machen kann. Man sieht jetzt halt hier auch, also ne, da ist ein Pfeil dran, ja. Also hier an der, also ein imaginärer Pfeil. Ja, komm. So. Den muss man sich da denken halt einfach, ne? Der will darauf. Sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? Ein bisschen Kunst hier. Aber klar, weil der Markt, ich meine mal, so was halt eben, wenn der Markt jetzt nicht im Trend klar ist, oder beziehungsweise eigentlich ist er ja halt schon relativ klar. Und dann versucht er das immer auszuloten. Das heißt, jetzt zum Beispiel sagt, ja, nach FIBO irgendwie 38er und dann muss der runter, nie. Sondern der versucht halt schon immer irgendwie so das Maximum sich zu holen. Ne? Und deswegen lieber immer ein bisschen höher denken und ein bisschen tiefer denken als irgendwie zu klein. Und das Maximum ist jetzt natürlich hier im DAX, wäre das ja halt hier oben irgendwo. Ne? Also muss jetzt nicht unbedingt sein, ja. Aber das wäre halt so wie der Heiko es immer nennt, the way of maximal pain. Ne? So, das wäre halt schon so der Weg. Ne? Das heißt also, wenn man es ganz böse irgendwie haben will und dann wäre halt da oben schon nochmal irgendwie 200, 300 Punkte mehr halt drin, bevor es dann halt irgendwie wieder runtergeht. Zweifelsfall muss man dann halt durch, wenn man irgendwie halt eine längere Kampfposition hat, aber nur zur Orientierung, wo der Markt eigentlich hin will, ja, und wo es halt hindrückt. Und deswegen habe ich jetzt hier mal diese Pfeilspitze drauf gemalt, ja, weil das ist schon, ist drückt ja nach oben. So. Und dann im Zweifelsfall drückt es halt eben dann auch zu weit. Und hier unten kam ja nichts mehr, irgendwie auch neue Tiefs, gar nichts mehr dahinter. Und was ich natürlich für mich persönlich jetzt natürlich auch noch sehe, ist eben die 329 im Kassa Daily drüber gestartet, die Stunde drüber gestartet mit dem Gap. Und das ist für mich halt schon dann auch wiederum ein relativ klares Indiz dafür, dass sogar hier die 10 Uhr Kerze, die kann auch ziemlich lang werden. Die hat nämlich auch immer noch 20 Minuten Zeit und die kann noch ordentlich drücken, ne? Weil das Volumen, klar, wenn das hier angefangen hat, wenn dort begonnen wurde, als Beispiel eine größere Position, da halt reinzudrücken, vielleicht halt mit einer Iceberg oder was auch immer, wo dann immer wieder nachgeschoben wird. Dann werden die hier oben alle rausgequält, bis das Ding hier fertig ist. Ne? Und das kann schon noch mehr werden als das, problemlos mehr werden, als das man jetzt hier sieht. Und da ist jetzt halt die 4, 5, 6, die ich ja dann vorhin auch beschrieben habe, liegt ja da jetzt schon irgendwie, ist ja nur noch ein Katzensprung gerade. Ne? Gut. Wolle, bist noch da? Ich lausche aufmerksam. Sehr schön. Gut, ich werde mich schon ganz heiser von vielen reden und wenig handeln. Der Stefan hat nur eine Frage bezüglich der Flux-Anwendung. Kannst du da kurz zwei, drei Worte zu verlieren? Ja, wollte ich mich nur nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ja das, wollten das eigentlich mit dem Timo zusammen machen und da auch mal ein Webinar dazu machen. Also grundsätzlich macht das Ding halt einfach nichts anderes als, dass es eben Trends anzeigt, ne? Also markttechnische Trends mit einer gewissen Ungenauigkeit und beziehungsweise nicht mit einer gewissen Ungenauigkeit, sondern unter Berücksichtigung einer Ungenauigkeit, die auch im Markt vorherrschen kann. Und das heißt, es zeigt dir einfach nur für verschiedene Timeframes die Richtung an. Und wo man dann sieht, also ne, ob jetzt zum Beispiel Hochs oder Tiefs gebrochen sind und so weiter und bestimmt daran halt eben den aktuell vorherrschenden Trend. So, das heißt, es sagt nicht voraus, was jetzt irgendwie
als nächstes kommt, aber man hat natürlich, wie hier, wie ich das ja auch vorhin am Anfang ja auch gezeigt habe, man hat ja in den verschiedenen Timeframes, ich nutze halt nun mal den M1 oder M2, M5, M15, H1 und Daily, ne? So, wenn man die dann halt so ein bisschen kombiniert und hat dann halt irgendwo eine Richtung in zwei, mindestens zwei Timeframes, die dann halt eben zeitlich auch zusammenpassen, also zum Ende hin zusammenpassen, dann hat man halt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man auf den Zug irgendwie aufspringen kann. Und am Anfang der Stunde war es eben so, der M1 war long, der M5 war mal kurz nix, M15 auch nix und die Stunde war long, ja. So, und hier hat man halt gesehen, im M5, wo ich dann, wenn das hier ist die Ungenauigkeit, ne, die war dann in der Lage, zum Beispiel halt hier dieses Tief, was man halt hier sieht, das hier rauszurechnen, zu ignorieren, ja. Und weil der Markt war erstmal neutral an der Stelle. Und da habe ich halt auch gesagt, deswegen, wenn der M1, das war ja vorhin ja auch mit der Ansatz, wo ich gesagt hatte, der M1, weil der halt jetzt aber hier long ist, ja. Und der ist seitwärts und der H1 ist auch long. Dann liegt es eigentlich schon relativ auf der Hand, dass wir dieses High hier relativ schnell dann auch nicht nur ansteuern, sondern rausnehmen. Und das hat er dann auch gemacht. Und das hat, da hat mir eben auch das Add-on entsprechend dann auch weitergeholfen, weil ich dann gesehen habe, okay, wir haben halt hier ein paar überlagernde Trends, die dann halt auch zusammengehen oder gehen können. Und es fehlt eigentlich nur hier dieses. Hoch hat vorhin im M5 gefehlt und da waren die halt auch direkt wieder zusammen, inklusive M15 und da war dann plötzlich alles auf Long. Und wenn man einfach mal davon ausgeht, dass ein Trend ja eher gehalten wird, als dass er bricht, und dann hat man natürlich, wenn man halt eine Trendanzeige hat in verschiedenen Timeframes, ja natürlich dann auch eine ganz andere Gewissheit oder eine höhere Verlässlichkeit, was man halt zugrunde legen kann, eben um seine Entscheidungen zu treffen. Ja. Also nochmal zusammenfassend, es macht nichts anderes als markttechnische Trends erkennen unter Berücksichtigung einer gewissen Ungenauigkeit und das eben relativ simpel anzuzeigen. Das heißt, zeichnet hier ja auch die Levels, kann man hier ein bisschen größer machen und halt eben wie der Markt sich im Zickzack dann halt eben bewegt. Kann ich hier noch zwei Moving Averages auch noch hinterlegen und eben halt hier die Ungenauigkeit mit einstellen. Aber wie gesagt, wir wollten dazu eh mal ein Webinar machen, der Timo und ich. Und das sollten wir echt auch mal tun. Das haben wir irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, das war es in wenigen Worten dazu, aber mehr sicherlich demnächst dann auch mal von unserer Seite in einem Webinar. Gut, so, also ich bin eigentlich ganz happy mit der ganzen Geschichte hier, mal abgesehen davon, dass ich kein Geld verdient habe, aber alles andere, glaube ich, war ja dann schon recht brauchbar. Ne? Gut, so, dann hat ja auch, ne, wo der Werner vorhin geschrieben hat, der Tag ist gerettet. War ja auch long, habe ich dann hier auch gesehen. Freue ich mich natürlich dann halt auch. Glückwunsch auf jeden Fall. Gut, dann sage ich an der Stelle. Danke, dass ihr dabei wart. Auch danke für eure Geduld am Anfang mit meiner Internetgeschichte hier und auch vor allen Dingen danke fürs Verständnis, ja, dass ich halt hier jetzt heute nicht auf den Knopf gedrückt habe und wegen dem Internetkram. Und aber darum geht es ja nicht nur, sondern es geht ja darum, eben halt den Markt in Echtzeit zu beschreiben und nicht nachher zu erklären, weil das ist ja immer ganz einfach. So, auch dem Wolle, Dankeschön für die Geduld am Anfang und ich bin zwar eingeschlafen zwischendurch, jetzt sehe ich dir aber nach, wäre ich wahrscheinlich auch. Nein, Spaß. Und, Nein, ich bin vor nicht allem, eingeschlafen. ja, bei manchen kann man das ganz gut. Also ich kann so einen, das ist ein Kumpel von mir, ich sage jetzt keinen Namen. Und den mache ich manchmal an, wenn ich irgendwie schlafen will. So irgendwie kann man zuhören, so ein Märchenonkel finde ich immer ganz, ganz nett. Das ist völlig in Ordnung. Gut, also, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Der Wolle hat ja gerne das letzte Wort und war wie immer schön mit euch. Habt einen schönen Tag, genießt die Sonne und macht was draus. Bye, bye. Ja, ich kann mich nur den Worten von dem Dirk anschließen. Ich bedanke mich in erster Linie mal für die Geduld.
die sie aufgebracht haben, weil ja die Leitung nicht sofort gestanden hat. Aber ich denke, die Markteinschätzung vom Dirk war vollkommen in Ordnung. Und ja, ich freue mich aufs nächste Webinar, wünsche allen Teilnehmern viele erfolgreiche Trades und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.